Hallo Leute und herzlich willkommen zu Mario Kart 8. Jetzt mit dem Bananen Cup. Es sind 4 Retro-Strecken hier. Und ich will mal schauen, wie sie umgesetzt wurden als Remake bei Mario Kart 8. Ja. Was ist denn die erste Strecke? Das war, glaube ich, von der GameCube. War das von der GameCube oder nicht? Ich glaube schon. Doch, es ist von der GameCube. Von Mario Kart Double Dash, die staubtrockene Wüste. Wie die hier wohl gemacht wurde, interessiert mich ja. Das sieht bis jetzt richtig geil aus. Aber mal schauen, was es so verspricht, ne? Und ja. So. 3, 2, 1, los. Okay. So, jetzt bin ich ein bisschen ungewohnt. Ich habe eine Stunde, zwei Stunden nicht mehr gespielt. Kurze Pause muss sein, Leute. Muss sein. Man muss ja nicht immer alles hintereinander aufnehmen, aber das Spiel bockt richtig, Leute. Bams. Och, verdammt, ich habe ihn nicht getroffen. Naja. Oh, verdammt, was soll denn Mist? Och, lärm ihr Hohn. So, komm, Yoshi. Bams. Och, warum musst du auf mich jetzt schmeißen, diese scheiß Banane? Oh, Mann, jetzt kriege ich die Items nicht. Naja. So, da müssen wir außen rum oder kann man in die Mitte durch? Ich glaube, man kann nicht durch die Mitte durch. Kann das sein? Hauptsache, einfach mal Münzen sammeln erstmal, dass wir trotzdem schnell durchkommen. So. Okay, hier ist Wasser. Wieso? Wieso ist hier Wasser? Cool! Diese Löcher kann man als Dingsmuster benutzen, also als Sprungschanze ungefähr. Das ist ja mal cool. So, Bams. Düms, Düms. So. Du bist zweiter jetzt, Lemmy Cooper. Also ich möchte gerne Lemmy Cooper freischalten und dann mit denen fahren. Ich wollte eigentlich Cooper nehmen oder Lemmy. Wir sind Lemmy Wings da. Lemmy Wings, ey, den man aus Mario World kennt. Ich wollte schon Mario Kart sagen, aber den gab es ja noch nie in Mario Kart. Pff. Naja, jetzt schon, ne? Auf jeden Fall sehr cool, dass die dabei sind. Aber was ich schade finde, dass Metal Mario dabei ist. Was will denn der da? Oder noch schlimmer ist, Rosa Metall Peach. Was ist denn das? Ich meine, es hat man noch nie gesehen, diese Figur. Wieso ist sie dabei? Wieso ist Ding nicht dabei? Wer könnte noch dabei sein? Warte mal. Knochentrocken, stimmt. Knochentrocken hätte dabei sein können. Oder, nee, Dry Bowser? Ja. Ist immer so eine Sache. Wer wäre noch cooler als Fahrer? Buhu. Gibt's Buhu hier? Nee, Baby Bowser gibt's hier nicht. Stimmt, Bowser Jr. gibt's hier nicht. Warum auch immer. Gut, aber es gibt dafür die Cooperlinge. Naja. Ein paar Cooperlinge hätte man sparen können. Aber ich meine, wenn einer dabei ist, dann müssen alle dabei sein. So ist es, Leute. So sind die Cooperlinge nun mal. Die sind halt so mitläuferisch. Naja. Also ich finde diese Strecke bis jetzt sehr gut gelöst. Und wieso war ich jetzt langsamer? Ich glaube, ich war auf einen fetteren Ast oder was weiß ich, was, wie man das nennt. Also einen fetteren Haufen von Sand. Deswegen wird man halt langsamer, weil der Sand auf die Räder geht. Und die Räder können dann nicht sich so schnell drehen. So, auf jeden Fall, das war's mit dieser ersten Strecke. Die hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Zwar jetzt alle zu The Burner, aber ist halt ein Remake, ne? Kann man ja auch nichts machen für die Strecke. Die war ja auch auf der GameCube halt so. War eine coole Strecke, also gut geremaked. Bessere Grafik und so weiter. War geil. Ich mag die Retro-Strecken eigentlich. NES-O. Von SNES aus ist das immer geil, wenn man das auf eine richtig geile Konsole rausbringt. Sowas zu remaken ist richtig geil. Vor allem von so einer Grafik her bis zu dieser Grafik hier hin zu remaken. Das ist so richtig cool. So. Okay, Bams. Düms. So. Jetzt sind wir ungefähr. Wie viel der Platz? Zweiter. Okay, ich habe schon gedacht, unten links steht die Anzeige, aber da. Nein. Ich stand ja unten rechts. So. Muss ich mich immer gewöhnen, Leute. Ist immer so eine Sache. Naja. Okay, wir behalten diesen einen Cooper da. Okay. War das Rattenfallen oder sowas? Boah, die geile Musik ist wieder da. Okay. Ich erinnere mich gar nicht mehr oder so gut daran an diese Strecke. Liegt daran, dass sie jetzt 3D ist und nicht mehr 2D. Deswegen ist das jetzt auch ein anderes Format oder sowas. Wenn man diese Strecke hier spielt und dann wirklich Super Mario Kart spielt, dann kommt das einen richtig anders vor. Ist aber auch, denke ich, normal. Ist aus einer anderen Sicht und bessere Grafik und so weiter. Und natürlich auch erweitert. Und, ach, leck mich. Aber wir können ja unten drunter fahren. Ist ja cool.
konnte damals noch gar nicht unten drunter fahren, also unter Wasser. Das ist wenigstens cool gemacht. So, Bams. Okay, jetzt weiter unter Wasser. Yeah. Dann erstmal dieses Item holen und da ist Waluigi. Wir sind siebter, Alter. Das ist voll schlecht. So, Bams. Genau. Och, komm schon. So. So. Das wir ein bisschen abkürzen. Aber wir haben eigentlich gar nicht abgekürzt. Wir haben einfach nur den Pilz benutzt. So, Bams. Okay. Klassische Super Mario Kart Musik. Geremaked. Das ist cool. Das finde ich cool. Da geht ein Herz auf, oder? Aber ich war jetzt nicht wirklich der große Super Mario Kart Fan. Oder Fanatiker, sagen wir es mal so. Weil ich meine, das Spiel war jetzt nicht so sonderlich gut. Hat zwar Spaß gemacht, aber hat natürlich an der Steuerung gehackt und so weiter. Oh, wir haben die 8. Geil. Seht ihr das? Verdammt. Seht ihr das, Alter? Wie geil das einfach ist. Okay. So, Bams. Jetzt sind wir leider fünfter. Okay, Bams. Und wir sind... Fick dich! Assi! Arsch! Okay, jetzt sind wir zweiter leider. Okay, Yoshi ist aber nur mit 2 Punkten vor uns. Also passt das eigentlich schon, denke ich. Und dass wir hier so gefailt haben, ist jetzt eine Sache. Keine Ahnung warum. Ich denke mal dran, dass ich einfach nur verkackt habe. Königliche Rennpiste. N64. Oh. Awesome. Awesome. Da gab es auch so ein Easter Egg, aber ich weiß nicht, ob es hier auch gibt. Da gibt es so eine Stelle, da kann man in den Hof, von Super Mario 64 hingehen. Das ist nämlich ziemlich geil. Es ging bei Mario Kart 64. Aber ob es hier geht, ist das ist jetzt die Frage. So, Bams. Genau. Ich kann es ja euch mal zeigen beim Zeitrennen oder so. Ja, ich denke, beim Zeitrennen zeige ich es euch mal. Da kann man es nämlich auch perfekt nachschauen. Da muss man nicht immer den Cup neu machen. So. Oder den Kack. Den Kack. Was laber ich da? Also den Cup extra. Verkacken. Und da. Oh, es geht. Da kann man gar nicht rein. Okay. Da rechts habt ihr nämlich einen Eingang gesehen zum Mario 64 Schloss. Auch schade, ne? Naja. Kann man jetzt auch nichts machen, ne? So. Och, fick dich. Assi. Boah, jetzt sind wir Dritter wegen denen. Aber zum Glück ist das nicht in der letzten Runde passiert. Es ist erst die erste, es ist erst die zweite Runde. Also macht das nix. So, Bams. Dems. Komm schon. Och, fuck deine Mama. Boah, dieser Blumenpisser. Waluigi da vor mir benutzt ganz diesen scheiß Boomerang. Ja, dieses, wie heißt das? Boomerangblume, oder? Kann das sein? Ja, die heißt Boomerangblume, glaube ich. So, gibt es überhaupt die Schwerkraft? Ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Was soll denn der Mist? Naja, zum Glück ist es hier ein bisschen schneller geworden, also mit dem Lakitu her. Sonst musste man immer eine halbe Ewigkeit warten, bis man hier rausgekommen ist, also wieder reingekommen ist in die Strecke. Und bis dahin warst du schon bestimmt schon 12., 10., was weiß ich noch. Ist auf jeden Fall jetzt viel besser gelöst worden. Wir haben bis jetzt 6 Münzen, Leute. Wir brauchen 10. Dann sind wir, glaube ich, am schnellsten. Dann sammle ich ein paar Münzen hier erstmal. Dumm, ach, fick dich, du Hurensohn. Och, Motherfucker! Was soll denn Mist? Was schubst du mich, du Hure? Boah, jetzt verkacke ich's richtig, Alter. Was ist denn los mit mir? Och, komm schon. Och, leck mich. Boah. Hauptsache, ich krieg die ganzen Münzen hier. 10 Münzen haben wir jetzt schon. Werden wir eigentlich dadurch schneller? Ich glaube eher nicht. Sieht nicht so aus. So, Bams. Bams. Noch ein Bams. Und jetzt geht's ab, Leute. Yeah. Verpiss dich. Dritter sind wir schon. Und zweiter gleich. Bams. Weil wir, glaube ich, die 3 Münzen. Also, wir haben 10 Münzen. Was für 3. Oh, fick dich jetzt. Du Assi. Och, komm schon. Was sollte der Mist jetzt? Unnötiger Mist. Ach, komm. Was soll der Mist? Mann. Meine Fresse. So eine Scheiße! Leck mich am Arsch, ihr verfickten Hurenzeln, Alter. Bäh, ich spuck schon hier, Alter. Oh, solche Motherfucker.
Naja, scheiß drauf. Oh, DK-Dschungel. Cool. Gab's das auch bei der 3DS? Kenne ich nämlich gar nicht. Okay, interessant. Ich will jetzt Erster werden. Ich muss Erster werden, sonst kriegen wir den Charakter nicht freigeschaltet. Und ich habe immer auch immer keinen Bock, immer das ganze Cup nochmal neu zu machen, weil das nervt. Ich will nämlich auch die anderen Cups erstmal sehen, bevor ich immer zu DC weiterspiele. Immer dieselbe Strecke. So. Oh, da ist noch Tikis. Cool. Das, oh, fick dich, du Hurensohn. So. Das ist ja richtig cool hier gemacht. So. Richtig cool. Geil, Mann. Was ist das für eine geile Strecke? Alter, ich liebe die jetzt schon. Geil, Mann. Das ist die dieses eine Level da, diese Tempel-Level. So wie die Tempel-Level von DKC Returns, glaube ich. Oh, fick dich! Oh, zum Glück, ey. Assi. So, jetzt sind wir wenigstens in der Schwebelosigkeit. Da passt das eigentlich. Assi, yeah. Assiland. Du Motherfucker. Was ist das für eine Strecke? Och, yeah, geil. Wir sind immer noch Fünfter, Mann. Das ist schlecht. Okay. Bams. Dann gehen wir erstmal links lang. Och, komm schon. Ach, bitte dich. Ich bitte dich. Du Motherfucker. So. Boah, ich will dich treffen, du Fotze. Boah, ich kack richtig ab. Was ist mit mir los? Was ist denn los mit mir? Meine Güte. Was ist denn los? Boah, fick dich! Meine Fresse. Ist jetzt gut gefällt, Mann. Ist nicht gut. Meine Fresse, bin ich scheiße. So. Geht doch. Och. Du Mistgib... Du Motherfucker. Was schubst du mich, du Kicker? Boah, ich hasse diese ganzen Arschlöcher. Die ganze Zeit mich kicken, Alter. Ihr arschgefickten Pack. Du Hure. Schlampenes Kind, Alter. Fette Fotze, Alter. Boah, so eine... Oh, komm schon, das ist so uncool. Fick dich, du Hurensohn. Meine Fresse. Leck mich am Arsch, du Hurensohn. Ich schick deine Mutter, ich schick deine Mutter. Oh, bin ich aggressiv gerade? Ich bin richtig... Oh, du verdammte Schlampe! Oh, meine Fresse, Mann! Was ist da... Was ist da für ein Müll? Du Hurensohn! Meine Fresse! Komm, scheiß Kugelbilly! Komm her! Ach, dieses Item brauche ich nicht. Ich fahre so gottlike und dann kommen solche Hurensöhne und schubst mich einfach mal. Ihr Motherfuckers. Ah, du Panda-Bär! Oh, für den Arsch! Für den Arsch! Ich bin scheiße Arsch gefickt! Schlecht! Meine Fresse! So ein Müll! So dumm zum Scheißen bin ich! So dumm zum Scheißen! Ja, toll! Dumm, Hure! Fick dich! Was ist jetzt los, du Missgeburt? Willst du mich verarschen oder was? Scheißding. Hätte ich mir lieber die Limited Edition geholt. Dann muss ich wenigstens nicht mein scheiß View Game Dingsbums da kaputt machen, Alter. Kackding. Kackgame. Scheißspiel. So ein Müll. Alter. Halt deine Fresse. Ich will mein Scheißergebnis nicht sehen. Lakito, du Bastard. I bang your mama. Hurensohn. Natürlich bekomme ich nichts freigeschaltet. Was, wofür denn auch? Dafür bin ich viel zu kacke. Bis gleich, ich mach's auf jeden Fall auf Gold. Auch wenn ich es niemals schaffe, weil ich so scheiße schlecht bin. Okay, sorry Leute fürs Beleidigen und so weiter. Das Spiel ist eigentlich richtig geil, also die Strecken fand ich auch ziemlich geil. Auch wenn ich es jetzt ein paar Mal spielen musste, aber ist egal. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger geworden, ey. Aber das ist verdammt schwer, Leute.
So, dann schauen wir lieber dieses Ergebnis an als das andere. Denke ich mir jetzt mal. So. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht mehr an das hier. Werden da alle von mir gezeigt oder werden einfach nur die Strecken gezeigt? Nee, doch. Ich habe Daisy getroffen, aber die... Sicher. So, ich bin erster bei Staubtrockene Wüste. Donut-Ebene werde ich niemals unter 5 oder so werden. Ja, eigentlich sehr gute Platzierung. Ich finde es eigentlich vollkommen okay. Donut-Ebene bin ich ziemlich schlecht. Aber gebe ich auch zu. Ich bin bei der Super Mario Kart-Strecke nicht so gut. So, dann haben wir diesen Bananen-Pokal. Du hast einen Blattkampf freigeschaltet. Du hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Okay, welch ist denn das? Schauen wir mal jetzt gleich. Wir haben auch ein neues Auto, glaube ich, gekriegt. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Auch wenn die brauche ich nicht. Unnötig. So, Koopa. Genau, wir haben Yoshi. Warte mal, wo ist Yoshi? Das Yoshi-Bike haben wir freigeschaltet, Leute. Warte mal. Wie gut ist das im Gegensatz zu Rennbike? Rennbike ist so. Sind die nicht genauso? Die sind alle gleich. Warum sind die gleich? Naja, im nächsten Part geht's dann... Okay, wir haben hier auch 0 Sterne. Naja, egal. So, im nächsten Part geht's... Oh. Oh. Im nächsten Cup geht's dann weiter zum... Sterncup und der sieht bis jetzt sehr geil aus. Und Blood Cup, oh, Wario Arena, Sorbet Land, noch eine 3DS-Strecke, Yoshi Tal, N64. Och, da freue ich mich schon drauf. Auf jeden Fall im nächsten Part geht es dann weiter im Sterncup. Haut rein, ciao, bei Mario Kart 8.